Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut verbracht und seid gut ins neue Jahr gekommen. Bei mir war die Party überraschend relativ lustig, also nicht überraschend, aber trotzdem relativ lustig, denn am Abend des Silvesters kam Captain Toad zu uns. Und das möchte ich euch heute in einem kurzen ersten Eindruck mal vorstellen, denn wir haben gestern Abend fleißig gespielt und sind quasi fast durchgekommen und hatten einen Mörderspaß. Und bevor ich jetzt ein langes Video mache, ein Test, den wird es auch noch geben, möchte ich euch das Spiel zumindest erst einmal zeigen. So, wer die Captain Toad Level aus Super Mario 3D World kennt, der weiß ja, worum es geht. Man läuft mit Toad durch verschiedene Levels und bewegt ihn mit dem linken Stick, und mit dem rechten Stick kann man sich umgucken. Umgucken funktioniert auch mit dem Gamepad, was ich euch jetzt allerdings natürlich nicht so richtig zeigen kann. Und das Ziel in jedem Level ist es, den Stern zu erreichen. Insgesamt gibt es 70 Level im Spiel und wie gesagt, wir haben es fast komplett durchgespielt gestern. Das heißt, was die Spielzeit angeht, seht ihr schon, das ist eher überschaubar. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine ganze Menge zu entdecken im Spiel und genau das macht es so besonders. Alleine, wenn man es das erste Mal anmacht und spielt, ist das Spiel grandios darin, einen zu verarschen. Das ist wirklich lustig. Ich verrate euch jetzt nicht, was genau es tut, aber es ist sehr, sehr lustig. So, und wie ihr hier seht, das ist im Prinzip hier die Levelkarte und man sieht immer vor jedem Level, oder hier dieses Level habe ich quasi gestern beendet, und es gibt in jedem Level immer drei Edelsteine zu finden und ein Geheimnis oder eine Spezialaufgabe zu lösen. Hier Tippsteine nur dreimal berührt. Diese Aufgabe sieht man allerdings nicht, wenn man das Level zum ersten Mal lädt. Das heißt, am Anfang weiß man noch gar nicht, was auf einen zukommt. Und das hier sind jetzt so Tippsteine. Man tippt da im Prinzip drauf und dann bewegen die sich. Das geht alles mit dem Gamepad super von der Hand. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier funktioniert. So. Und das war jetzt im Prinzip auch die Lösung dieser Aufgabe. Tippsteine nur dreimal berührt. Hab dann natürlich nicht die drei Diamanten eingesammelt. Aber diese Aufgaben kann man losgelöst voneinander bearbeiten sozusagen. Und das ist jetzt gut, dass ich euch das auch zwischendurch zeigen kann. Hin und wieder kommen mal diese Münzwaren-Level, wo man Münzen sammeln kann. Denn Münzen sind Leben. Und Leben sind in Captain Toad nicht ganz so zu unterschätzen wie sonst. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel, wie man Münzen sammelt. Ich bin hier mit Toad unterwegs und man sammelt dieses Ding ein. So. Und sammelt dann Münzen. Blöderweise habe ich jetzt den zweiten Superpilz nicht gefunden, der 50 Münzen wert ist. Das heißt, ich habe jetzt leider nur ein Leben, zwei Münzen fehlen mir. Man sieht, ich habe 7 Leben. Das heißt, es ist gar nicht so knapp und ich war auch ein paar Mal kurz vor dem Tod tatsächlich. Möchte euch jetzt aber noch ein paar Level zeigen. Also ihr seht, hier habe ich auch die Aufgabe 70 Münzen gesammelt, sind geschafft. Und immer wenn man so ein Level erfüllt hat, komplett, dann bekommt man diese Krone. Aber was das für eine Bedeutung hat, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich das noch nicht in allen Leveln geschafft habe. Zum Thema Abwechslung ist mein jetzt kurzer erster Eindruck auch sehr positiv. Zum Beispiel gibt es diese Doppelkirschen-Level, wo man Toad dann verdoppelt und wo man dann mit zwei Toads unterwegs ist. Das kennt man ja aus Super Mario 3D World auch und muss dann hier im Prinzip mit den beiden unterwegs sein. Und gemeinsam, hier ist jetzt die Aufgabe, so auf diesen zu drücken und auf diesen Schalter gleichzeitig, damit man weiter kann. Jetzt geht das hoch. Ich versuche jetzt mal dieses Ding da platt zu machen. So. Da gibt's was für. Ja, und so muss man hier im Prinzip die verschiedenen Aufgaben lösen, die wie gesagt sehr abwechslungsreich sind. Und viel zu bieten haben. 70 Aufgaben sind wie gesagt insgesamt im Spiel und es macht wirklich großen Spaß. Ich möchte euch jetzt noch ein paar dieses Level, ich wollte euch nur mal die Doppelkirsche kurz zeigen und was man damit so alles machen kann. Hier schaltet man dann nach und nach, macht man Wege auf und kommt dann mit dem Toad immer ein bisschen weiter runter und hier seht ihr mal, da sind diese Diamanten versteckt. Ich habe jetzt den zweiten gerade gefunden. Dann spiele ich das Level jetzt auch noch kurz zu Ende.
Da ist ein Gegner. Der ist jetzt hier. Ja, und wie gesagt, sehr spaßiges Spiel, kurzweilig und zugleich auch fordernd. Man bekommt so einige interessante, es gibt so einige interessante Passagen, wo man, ja, ich sag mal, wirklich nachdenken muss. Das ist hier das Besondere am Spiel, dass man knobeln muss und es eben, ja, nicht so trivial ist. Die Level sind sehr schön designt, wie gesagt, auch sehr abwechslungsreich und so dass man echt eine ganze Menge zu tun hat. Ich möchte euch jetzt noch beispielhaft zwei weitere Level kurz zeigen und dann noch eine Besonderheit und dann war es das auch schon mit diesem Video, wobei ich jetzt gerade mal blättern muss. So, das lasse ich jetzt mal weg. Genau, den Lorentunnel möchte ich euch noch zeigen. Das kann ich jetzt allerdings nicht so richtig spielen, weil man sich dafür umdrehen muss. Man hüpft mit Toad in die Lore und während man auf dem großen Bildschirm, also das, was ihr jetzt seht, nur Toad sieht, hat man auf dem unteren Bildschirm mit dem Gamepad kann man sich quasi umgucken und hier auf diese Dinger zielen und muss so eben möglichst alles abräumen und auch die Geheimnisse finden. Oder hier Münzen, ihr seht das jetzt leider nicht so gut, aber so ein bisschen kommt es doch, glaube ich, durch. Das wollte ich euch auch nur kurz zeigen, dass es hier auch entsprechend ordentlich Abwechslung gibt und man eine ganze Menge geboten bekommt. So, da ist ein Stein eingesammelt. Das spiele ich jetzt auch noch kurz zu Ende. Hallo. Ich kann mich gerade nicht umgucken, weil ich hier auf meinem Stuhl sitze. Das ist ein Lorenlevel. Ich bin jetzt gleich am Ende, deshalb spiele ich das auch noch zu Ende. Und dann zeige ich euch noch den ersten Endgegner und dann noch eine letzte Besonderheit und dann haben wir es geschafft. Jetzt bin ich von der Lore runter. Man kann übrigens so ein paar Tipps für Abenteuer. Mit A kann man schneller laufen und mit X kann man näher ans Geschehen ranzoomen. Auch das ist nicht zu unterschätzen, denn manchmal ist die Kamera doch arg weit weg und so kann man quasi umblättern zwischen guter Übersicht und viel und gut zu sehen. So, was zeige ich euch jetzt noch? Nein, den ersten Boss zeige ich euch nicht. Ich zeige euch noch ein anderes abwechslungsreiches Level. Nämlich hier, dass man so eine Bröckelstraße hat man hier. Kennt man auch aus Super Mario, wo die Steine runterfallen, wenn man drüber läuft. Und man muss hier mit Toad eben entsprechend den Gegnern ausweichen, Münzen möglichst sammeln. Und dann gibt es noch so Sprintstellen, die sind besonders witzig, wo man dann gezwungenermaßen schnell läuft. Man kann aber halt auch A immer gedrückt halten und dann etwas schneller laufen. Und kämpft sich so nach und nach durch das Level vor und kommt irgendwann hoffentlich ans Ziel. Die Steine kommen auch irgendwann wieder. Das heißt, wenn man mal einen platt gelaufen hat und dann, es gibt ja hier diese Pausenstation, wo man im Prinzip so ein bisschen anhalten kann. So, Leben ist auch nie verkehrt. Und hier mal ein bisschen aufräumen, damit man leichter durchkommt. So. Oh, das war nichts. Jetzt werde ich klein. Aber egal. Und jetzt nochmal. Geschafft. Das sollte jetzt erstmal reichen, um euch die Abwechslung im Spiel zu zeigen. Ich mache mal einen kurzen Schnitt, denn ich möchte ein kleines Geheimnis des Spiels nicht verraten, aber euch noch etwas Neues zeigen. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt im Super Mario 3D World Modus. Wenn man einen Speicherstand vom Spiel hat, dann öffnet man einige Levels aus Super Mario 3D World. Aber jetzt nicht falsch verstehen, das sind nicht die Captain Toad Level, sondern man ist als Captain Toad in den normalen Super Mario Levels unterwegs. Und sammelt hier Münzen. Das ist auch eine nicht so schlechte Idee, um Leben zu sammeln. Denn hier sind ganz besonders viele Münzen versteckt und die geben einem dann die Möglichkeit, weitere Leben zu kriegen. Und wie gesagt, Leben sind sehr wichtig, denn man stirbt doch vor allem später relativ häufig und kann die so dementsprechend sehr gut gebrauchen. Ja, das soll es gewesen sein mit meinem ersten Eindruck. Der ist, wie gesagt, sehr positiv. Captain Toad gefällt mir wirklich gut. Das macht, es macht richtig Spaß zu spielen.
bietet ordentlich Abwechslung. Das einzige Problem ist, dass es etwas wenig Umfang bietet. Also man ist relativ schnell durch, man kann aber eine ganze Menge noch entdecken, denn in jedem Level gibt es ja, habe ich euch gerade gezeigt, verschiedene Dinge, wie dieses Geheimnis immer, was man noch freischalten kann. Also wer das wirklich komplett durchspielen will, der bekommt einiges geboten. Und damit würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Ich versuche hier irgendwann mal aus der Röhre rauszukommen und dann ist das Video auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mario.